geht weiter mit Thief. Dann klettern wir doch mal hier diese Leiter runter. Und versuchen nicht der Kreatur in die Arme zu laufen dabei. Ich habe nämlich hier eine Pfeilspitze erspäht, die ich unbedingt benötige, um unseren Wasserpfeilvorrat ein bisschen aufzufüllen. So. Gehe ich jetzt hier weiter oder da? Ups. Vielleicht nicht da hoch. Das Vieh kommt doch bestimmt gleich wieder zurück. Nein, das ist doch ein langer Weg. Aber ich sehe es da vorne. Das scheint festzuhängen. Na doch, jetzt kommt's. Oh, und da haben wir noch einen Pfeil. Oben steht eine Figur auf der Brücke. Und ich warte natürlich, bis das Ding wieder an mir vorbei ist. Ich muss aufpassen, dass mich der Kerl da oben nicht entdeckt. If it be the semi-moons, then planters mees them elegantines, or sweetbriar, or goodsy vine. Yeah, and reapers them on the season's endings. Das sieht so ein bisschen nach Sackgasse jetzt hier aus. Aber da leuchtet etwas. Beute. Aber ich sollte besser wieder zurückgehen. Sieht nicht so aus, als könnte ich hier weiterkommen. Es ist gerade ein bisschen ungünstig hier zu stehen. Aber es hat mich nicht bemerkt. Direkt an mir vorbeigelaufen. So, dann kletter ich mal die Leiter wieder nach oben. So, hier hatten wir das Ritual gefunden, die Beschreibung des Rituals. Jetzt müssen wir noch den Raum finden, in dem das auch vollzogen wird. Und dann werde ich wohl irgendwo hier weitergehen müssen. Wasserpfeile habe ich, dann werde ich dann doch mal wieder einen benutzen. What is that? Is the torch just went out? Wenn ich Pech habe, habe ich jetzt dann mehr Nothing sounders. Aufmerksamkeit erregt, als ich wollte. What could it be? Wasserpfeil einsammeln.
laufe hier doch bestimmt gleich irgendwem in die Arme, oder? Okay, da vorne ist einer. Mal ein bisschen an die Wand drücken. Und gucken, was der Kerl so macht, wo der so lang läuft. Ich glaube nicht, dass ich da was verpasst habe. Da geht's. Da ist dunkler, gehe ich besser hier hin. Oh, da oben sehe ich noch was leuchten. Unser nächstes Beutestück, fast in Reichweite. Beute noch bekommen. Mal schnell hier reinschauen. Keine Beutestücke, das sind nur Flaschen. Können wir ganz schnell die Notiz hier lesen? Ein alter Schaman, wer Jack eine Zeit besitzt, wer muss denken, das hat mir schon mal gelesen. Das geht nur noch mal um das Ritual und dass man das kennen muss. Und jetzt höre ich da schon wieder so ein eine Kreatur. Ich würde sagen, komische Kreatur. Komik. Ist bei rausgekommen. Ah, oh, hier. Wie viele Wasserpfeile habe ich noch? 3. Okay. Das möchte ich auf jeden Fall hier löschen. Ach, und so hoch. Besser ist das. Jetzt habe ich leider einen vergeudet. Sieht es mir so aus, als müsste man hier dieses Ritual vollziehen. Zumindest liegt hier noch ein Pfeil, sowohl Moos als auch ein Wasserpfeil rum. Das ist doch ein guter Hinweis. Allerdings weiß ich jetzt noch nicht, dass ich mit dem... Da war noch was mit Blut oder Fleisch. Das war das dritte, was man machen muss. Wasser, Moos und Blut. Ich denke mal, dass ich den Wasserpfeil dann einfach da drauf schießen muss. Probier das jetzt aus. Dann
Kerl, der da rumgelaufen ist. Wenn ich den erschieße und dann da drauf lege, dann wäre das nicht Blut. Schnell noch das Moos. Gehen wir jetzt zurück, suchen uns den Kerl hier. Noch ein bisschen, dann wäre doch das der dritte Teil des Rituals. Zack. Ah, damit ist die Tatze unser. The Jack Knowles Paw. I guess he's not using it any longer. Sehr schön. Aufgabe erledigt. Wir haben das Ritual der Wurzel gelernt, wir haben die Tatze gestohlen, wir haben mindestens 40% der Beute gestohlen, wir haben zwei spezielle Beutestücke entdeckt. Wenn sie alles erledigt haben, ziehen sie sich durch die Tunnel der Heiden zurück. Ja, jetzt müssen wir nur noch unseren Weg zurückfinden, ohne entdeckt zu werden. Speichern. Und das klingt doch machbar. Dann gehen wir wieder zurück. Nachdem uns die Kreatur umrundet hat, natürlich. Erst. Ist auch nicht so der beste Wächter, den man nehmen kann. Dem überhaupt nichts mitbekommen. Gibt nicht irgendeine Abkürzung, oder? Außer, dass ich hier Mehlsäcke umwerfe. Da was auch immer das ist. Auf die Karte werfen und gucken, wo wir sind. Ja, zu den Gängen müssen wir dann wohl wieder zurückgehen. Das heißt, wieder über den Bach drüber. Kommt mich eine Fabrik vorbei. Ich hoffe, ich finde den Weg ohne Probleme. Nicht so intelligent hier reinzugehen, aber ich war doch neugierig, was es hier noch so gibt. Und noch eine Kiste. Und hol ich sie leer. Dann
Daneben ist noch ein Moospfeil und noch eine Tür. Zu töten sind, als wenn sie einfach nur rumstehen. Wenn sie rumstehen, reicht ein Pfeil. Wenn sie Alarmbereitschaft haben, dann zwei oder drei mindestens braucht man. Okay, dann kann ich mir jetzt aber den Moospfeil hier noch schnappen und mal gucken, was es sonst noch so gibt. Ich glaube, da hinten war noch ein anderer. Niemand mehr, oder? Ach, das war was ist denn das? Ein Dolch? Und ich glaube, fast da hinten geht's zu dieser Trainingsarena. Da werde ich dann aber nicht lang gehen. Ich werde wieder meinen Weg außenrum suchen. Und damit geht es dann im nächsten Video weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.